Hallo und herzlich willkommen zu DIY bei Janssen. Heute möchte ich die Integration der Fritzbox in Home Assistant für euch ein wenig näher bringen. Wie ihr seht, bin ich gerade nicht zu Hause, deshalb dazu zuerst über VPN WireGuard aktivieren. Wenn ihr nicht wisst, für was man das braucht oder warum WireGuard und Home Assistant wirklich viel Sinn macht, habe ich euch das Video hier oben verlinkt und ihr könnt es euch anschauen. Gehen wir ganz normal auf Zuhause. Einstellungen, Geräte, Dienste. Und wie ihr seht, wird hier schon die Fritzbox erkannt. Wenn ihr das so nicht habt und die nicht erkannt wird, einfach über Integration hinzufügen und nach Fritzbox suchen. Und hier habt ihr Fritzbox, Fritzbox Tools und die verschiedenen Integrationen dazu. Wir gehen einfach mal den Weg, als wenn es nicht automatisch gefunden werden würde. Als erstes geben wir die IP ein. In meinem Falle 192.168.1.1. Benutzername und Passwort. Dazu zuerst auf die Fritzbox. Zuerst auf System. Fritzbox Benutzer. Und hier könnt ihr euch Benutzer hinzufügen. Wie ihr seht, habe ich schon mehrere Benutzer angelegt. Und verschiedene Freigaben und Rechte für die Benutzer hinterlegen. Ich werde mich für diesen Benutzer entscheiden. Ich könnte natürlich auch diesen nehmen. Vollkommen egal. Benutzername eintragen, Passwort mit OK bestätigen. Einen Bereich zuweisen, wenn ihr wollt. Ich lasse das frei. Und wie ihr seht, ist hier der Call Monitor inzwischen hinzugefügt. Ein Gerät mit einer Entität, dem Telefonbuch. Wir gehen zurück. Wieder Integration hinzufügen. Wieder die Fritzbox. Call Monitor haben wir schon. Als nächstes die Fritzbox Tools. 1.1. Bei Verwendung des Standardports leer lassen. Wir nehmen den Standardport. Wieder Benutzername und Passwort. SSL-Zertifikat lassen wir weg. Das Ganze für euch ein wenig im Zeitraffer. Als nächstes werden alle Geräte, die online irgendwie verbunden sind, angezeigt. Diesen könnt ihr noch Bereiche zuweisen. Ich lasse das jetzt alles so, wie es schon ist. Und einfach nur fertig. Fritzbox Tools. 57 Geräte wurden erkannt. Wir können zum Beispiel in das Sonos vom Wohnzimmer gehen. Und jetzt könnt ihr entscheiden, ob Internetzugang erlaubt ist oder ob nicht. Dies ist eingebunden über die Fritzbox Tools. Damit könnt ihr auch ganz lustige Konfigurationen oder Automationen erstellen. Zum Beispiel euren Kindern, wenn sie abends um 22 Uhr kein Internet mehr haben sollen, könnt ihr dies auch über Home Assistant einfach wegnehmen. So. Fritzbox. Smart Home. Host. 192.168.1. Anmelden. Wurde erfolgreich erstellt. Da ich nichts habe, kann nichts angezeigt werden. Aber wenn ihr Smart Home Geräte über die Fritzbox laufen habt, würden die jetzt hier angezeigt.
Zu guter Letzt wird uns hier noch die Fritzbox als UPnP-Gerät angezeigt. Und damit hätten wir dann 12 Entitäten. Internet Gateway. Und hier haben wir alle Daten im Überblick. Die Fritzbox ist fertig eingerichtet. Download, Upload, Geschwindigkeiten, externe IP, Gigabyte empfangen, gesendet. Alles, was ihr haben wollt. Empfangene Daten, Datenpakete, das könnt ihr euch alles noch anzeigen lassen. Dazu auf empfangene Daten gehen, das Zahnradsymbol, diese Entität aktivieren. Und es dauert jetzt so circa 30 Sekunden. Dann sind die empfangenen Daten auch vorhanden. Aktualisieren. Na, noch nichts. Des Weiteren könnt ihr jetzt einfach per Knopfdruck aufräumen, ein Firmware-Update aufspielen. Das Fritzbox OS ist aktuell. Ihr könnt einen Neustart durchführen oder neu verbinden. Port Forwarding, 2,4 GHz ein- und ausschalten, 5 GHz genauso wie den Gastzugang. Ebenfalls könnt ihr euch den QR-Code anzeigen lassen. Wenn ihr Gäste habt oder so, können die den einfach scannen und sich bei euch im WLAN anmelden. Ebenso werden die ganzen verbundenen Geräte noch angezeigt. Was ich noch recht interessant finde, ist das mit dem Neustart durchführen, weil bei mir bleibt die Fritzbox oft hängen, beziehungsweise irgendwann wird der Datendurchsatz schlecht. Wenn ich dann die Fritzbox neu starte, funktioniert das Ganze komischerweise wieder besser. Das kann man natürlich jetzt mit einer Automation auf nachts legen. Einfach neu starten und hoffen, dass dann der Datendurchsatz dadurch immer besser bleibt. So, ich möchte euch noch ganz kurz zeigen, wie man eine kleine Automation erstellt. In meinem Beispiel nehmen wir mein eigenes Telefon. Das nennt sich Obergeschoss. Automatisierung erstellen. Neue Automatisierung. Der Auslöser ist natürlich die Zeit. Uhrzeit. Wir gehen mal von 22 Uhr aus. Und natürlich, da wir das nur unter der Woche haben wollen, nehmen wir noch die Wochentage hinzu: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und beispielsweise Sonntag, weil Sonntag sollte man ja auch eher ins Bett gehen. So, jetzt ist der Auslöser, sobald es 22 Uhr ist, am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Sonntag, dann möchte ich folgenden Auslöser haben. Und zwar einen Schalter. Und der soll ausschalten. Jetzt gehe ich auf die Entität auswählen, gebe Internet ein. Und jetzt habe ich hier von der Xbox alles, was Internetzugang hat. Jetzt suche ich mein Telefon raus. So, und wenn ich das jetzt speichere, wird jeden Tag um 22 Uhr geprüft, ob es Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Sonntag ist. Wenn das so ist, wird der Internetzugang auf meinem Handy, das sich Obergeschoss nennt, ausgeschalten. Speichern. Internet aus. Speichern. Das Ganze dupliziere ich mir jetzt aus der Uhrzeit, mache ich aus 22 Uhr, mache ich beispielsweise 5 Uhr. Das möchte ich komplett weg haben, weil selbst wenn es nicht aus ist, kann es mir ja trotzdem jeden Morgen das Internet anschalten. Den Schalter nehmen wir raus.
Natürlich wollen wir wieder einen Schalter haben, aber einen, der einschaltet. Als Entität wieder. Also jeden Morgen um 5, egal welcher Wochentag, wird bei mir auf dem Telefon das Internet wieder angeschaltet. Speichern. So, und so schnell haben wir zwei Automationen erstellt. Eine, die mir das Internet Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag um 22 Uhr ausschaltet. Und eine, die mir jeden Morgen um 5 Uhr das Internet am Telefon wieder anschaltet. Beziehungsweise es ist ja nicht das Internet am Telefon, sondern nur über WLAN wird der Internet für dieses Gerät blockiert oder freigegeben. Viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal und lasst mir einen Daumen nach oben da. Das soll es für heute schon gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren, die Fritzbox in euer Home Assistant zu integrieren. Ich habe euch ein paar Vorteile genannt und hoffe, ihr könnt damit arbeiten. Wir sehen uns beim nächsten Video.